Jo, meine Damen und Herren, da kommen wir jetzt auch zur PS5-Version der Resident Evil 4 Chainsaw Demo. Hier muss ich aber noch mal kurz was einstellen. Zielhilfe einrasten und ja. Und hier haben wir natürlich dann auch wieder dementsprechend wieder auf Auflösung. Und dann gehen wir auch hier in die Demo rein. September 30th, 1998. It's a day I'll never forget. The cop inside me died that day. And that night, Raccoon City was wiped out, thanks to the bioweapons created by Umbrella. Somehow I made it out, but too many others weren't so lucky. I was asked later to join a top secret government program. Not that I had a choice. The training, punishing missions, nearly killed me. But at least they kept my mind off everything. If I could just forget what happened that night, the pain, even for a second, this time, it can be different. It has to. Da könnt ihr euch einmal kurz den Text noch durchlesen. Der PS4-Version habe ich ihn vorgelesen. Hier werde ich ihn nicht vorlesen oder auch nicht allgemein lesen. Die Polizisten suchen ja. Okay, eine Karte kann ich jetzt noch nicht aufrufen. Okay, das auch noch nicht. Am Anfang finden wir hier noch nichts. How far could he have gone? Das ist gerade eine Reflexion. Anyone home? Ich darf natürlich später die eine Blendgranate nicht vergessen. Muchacho, was geht? Sorry to barge in like this. Busco a un Felicia. Vino aquí. Ah!
mal sagen, Tod durch Genickbruch. Würde ich mal so sagen. This is not good. Situation. What the hell's going on? Das können wir gleich rausfinden. What was that? Bruce, this is Gondor 1. Hunnigan here. What's your sit rep? The president's daughter, Baby Eagle. It's likely she's in this village. Our intel was correct then. Well done. Need a location on a nearby lake. She may have been taken there. Copy that. I'll see what I can find. Hurry up. Something's happened to the people here. My escorts are... Gotta go. Talk later. I'll let myself out. Jetzt kann ich die Karte aufrufen, ne? Ja. So, scheiß auf den Vogel jetzt. Vogel abschießt, kriegt er meistens immer noch Schießpulver oder passiert das raus. No!
Ich höre noch einen. Und deswegen fand ich die Demo eigentlich schon lachhaft, weil die können treffen aus jeder Scheiße mit allen Mitteln, weißt du, und eine Demo sollte eigentlich heranführend sein. Mann, du, das interessiert mich nicht. Gucken, habe ich das eingesammelt? Ja, Schreibmaschine brauche ich ja nicht. Ja, warum sitzen hier auf einmal Leute drinne? Mann, du sollst dich umwerfen. Digga, ist...
Mann, gib mir nicht immer diese Scheißmeldung von wegen, ey, du kannst das und das machen. Das interessiert keinen. Einmal reicht die Einblendung. Lass mich doch einfach mal hier durch und gut ist. Hallo? Guck mal, das meinte ich. Die können aus dem Nix greifen. Where's everyone going? Bingo? Elf Minuten. Yay. 3100 Peters. Ich glaube, PSP hatte, glaube ich, 3400, glaube ich, ne? Vielen Dank fürs Spielen. 24. März erhält ich. Zum Kaufen des Spiels 4 zum PlayStation wechseln. Wollen nicht kaufen. Und somit, meine Damen und Herren, haben wir auch die PS5-Version von Resident Evil 4, die Chainsaw-Demo durch. Wie gesagt, ich hatte das in der PS4-Version schon gesagt. Ich werde nur eine Playlist machen,
den ja nicht einfach ganz stumpf Resident Evil 4 Chainsaw Demo PS4, PS5 Version, wo halt Part 1 die PS4 Version sein wird und Part 2 die PS5 Version, beziehungsweise Part 1 die PS5 Version und Part 2 die PS4 Version. Muss ich gucken, welche Reihenfolge ich mache. Aber geht man davon aus, dass Part 1 die PS4 Version ist und Part 2 das, was ihr jetzt seht oder gesehen habt, denn die PS5 Version gewesen ist. Aber an dieser Stelle, meine Damen und Herren, bedanke ich mich fürs Zugucken und bis zum nächsten Mal.